Longines bringt die Legend Diver auf Mitte November 2023 in einer leicht angepassten und kompakteren Umsetzung auf den Markt. Währenddem die erste Umsetzung von 2007, die es zwischenzeitlich in unterschiedlichen Zifferblatt- und Gehäuseumsetzungen gibt, mit 42 mm Durchmesser kommt, ist die neue 39 mm groß, 12,7 mm hoch und bis 300 m wasserdicht. Nebst den etwas kompakteren Maßen gibt es auch leicht angepasste Zeiger, darunter beispielsweise ein Sekundenzeiger mit Leuchtpunkt. Damit entspricht die Uhr definitiv der ISO 6425 als Taucheruhr, ist bis 300 Meter wasserdicht und verfügt natürlich wie das Original von 1959 über das typische Superkompressor-Design mit zwei Kronen und einer innenliegenden Lünette, die über eine Krone bedient werden kann. Das Gehäuse ist bis 300 Meter wasserdicht, die Kronen sind verschraubt, das Glas ist aus Saphir. Werk ist das L888 von Longines mit etwas über 70 Stunden Gangreserve, Siliziumspirale und Chronometer-Zertifikat. Bei den Bändern gibt es unterschiedliche Optionen, unter anderem ein Metallband, bei dem der Listenpreis des Modells auf 3000 Schweizer Franken steigt. Und wer mehr über die neuen Varianten der Legend Diver mit 39 mm Durchmesser erfahren möchte, im Beschrieb des Videos hat es einen Link mit weiteren Informationen zu der Neuheit aus Saint-Imier.